Ja, also ich zeige euch jetzt das nächste. Ich werde von allen Seiten bearbeitet und das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich könnte so viel, ich könnte gar nicht nachkommen mit den ganzen Videos. Aber um das mal, weil ich jetzt dabei bin mit Facebook, mit PayPal und so weiter, was in den ganzen letzten Tagen von morgens bis abends sind ja Tausende, nicht Tausende, aber unzählige, ja, alle Firmen. Und egal was ich mache, jetzt zeige ich euch mal, das Computer ist neu gestartet, wie das Ganze bei mir läuft. Ich bin nicht im Internet hier unten, ja. Und so Leute, ich bin sehr gut mit Computern, glaubt mir, dass sie können hier gar nichts verändern. Aber sie können natürlich online eine ganze Menge machen, ja, bei Facebook und so weiter. Wir wissen das ja, ja. Und ich werde jetzt hier mich mal das Internet anmachen. Dann habe ich natürlich Firewalls und so weiter, ein paar Sachen, die eben als Admin gestartet werden. Dann werden ein paar Sachen mit virtuellen Guest Accounts gestartet. Da muss ich ein paar Passwörter eingeben, die eben auch passwortgeschützt sind, ja. Dann ja, das brauche ich jetzt nicht. Mache ich euch mal hier die Uhrzeit nach oben hin und so, damit ihr das seht. Und es geht im Moment, jetzt mache ich das nächste Video und zwar TeamViewer. Ja? Und TeamViewer, eine legale, freie Version. Ja? Und ich zeige euch jetzt, wie TeamViewer, da ich versuche ja, also ich versuche, ich repariere ja Computers und sowas. Und die kriegen natürlich, die kriegen ja hier mit, was ich mache, wenn ich online gehe. Ja? Und ich tue. Na, Bekannten, zum Beispiel habe ich den Computer jetzt letztens gemacht und ich benutze dazu den TeamViewer. Nun wird mir dieses auch zerstört. Es wird alles möglich gemacht. Das kann man sich gar nicht glauben. Wenn es jemand erzählt, wird er sagen, du hast sie doch nicht alle, ja? Aber jetzt zeige ich euch das, ja? Und zwar, starte ich den jetzt. Ich muss ein paar Sachen machen, weil ich die Sicherheitssachen mache. Ich mache den Proxy hier auf meinem. Ich gehe mit meinen Guest-Accounts online. Aber ist egal. Jetzt gehe ich mit diesem online und tue meinen Proxy in der Registry wegmachen. Ist mal egal. Ihr könnt mir glauben, ich weiß, was ich hier tue, ja? Und der Punkt ist, dass ich jetzt einen freien neuen TeamViewer, ja, TeamViewer Cli, den habe ich eben runtergeladen. Nur, das ist das normale Setup, ja. Und ich zeige euch jetzt, was passiert. Ich tue den jetzt starten, ja, und ihr werdet sehen, dass sie mir das kaputt machen. Und zwar vom Server von TeamViewer. Ja, die Administratoren, die Stasi-Leute, die dort arbeiten, haben. Ich zeige euch das jetzt erstmal, dann erkläre ich es. Ja, ich tue es sogar nur einmal benutzen, Basisinstallation, ich tue es nicht mal installieren. Aber das ist dasselbe. Wenn ich es installiere, ist es wurscht. Ich habe auch noch andere TeamViewer, wo ich euch das zeige. Ist überall dasselbe, ja? Und ich sage, zeige euch nachher, warum. Und ich sage Personal Non-Commercial Use. Ihr könnt auf die Webseite sehen. Ihr seht, es ist, das kann man lebenslang umsonst benutzen für diese Option. Und schon ganz, wenn man es nur einmal benutzt und nicht installiert, ja? Ich tue das jetzt, starten, das Ding. Und ihr werdet sehen, was passiert. Ich bin jetzt online. Wenn ich nicht online bin, passiert auch nichts, weil ich muss erst mit dem Server verbunden werden. Aber ihr seht das jetzt. Jetzt müsste, die Webseite braucht man nicht. Jetzt kriege ich die ID von dem Server. Und jetzt passiert oben, Trial Version expired. Ja, Morphix, das ist mein Computer. Ja, so. Könnte man jetzt meinen, oh, jetzt haben sie sogar die Nummer weggemacht. Aber okay, ich mache die Dinge frei. So, Nummer ist wieder da. Trial Version expired. Wenn ich mich jetzt mit jemandem verbinden will und den Computer geht das nicht, ja, dann kommt das Ding auf, ich soll, was weiß ich, ordern, bezahlen, was weiß ich, verlängern und so weiter. Ist aber Quatsch. Jeder, der das kennt, weiß, das ist also diese Testversion kann nicht enden in dem Moment, wo man die freie Version benutzt, ja. Jetzt zeige ich euch aber auch, was passiert und warum, wie die das machen, ja. Sie haben meine MAC-Adresse bei sich gespeichert von meinem Computer. Ich habe euch das ja auch gezeigt mit Spanien und den anderen Telekommunikationsfirmen, wenn sie mein Internet wegnehmen, ja, wie das läuft. So, jetzt schließe ich diesen, Entschuldigung, so, manchmal kann man den auch im Try haben, aber ich habe ihn ja nicht installiert. Also der ist jetzt geschlossen. Kann man hier auch sehen. Jetzt wollen sie natürlich auch die Internetseite aufmachen, genau. Das habe ich mir gedacht. Aber ist egal, der ist jetzt weg. Ja, der ist geschlossen, ganz frisch. Und jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn ich nun meine MAC-Adresse ändere, ja? Und das ist genau der Punkt, wie sie meinen Computer bei sich registrieren und nicht meinen Computer, können sie nicht manipulieren, aber eben das Programm, das ja mit dem Server von denen verbunden wird, ja? So, und jetzt gehe ich hier rein, ändere nur meine MAC-Adresse. Ja, das kann man nicht, brauche ich nicht, ist wurscht. So, und man sieht hier, diese hier ist aktiv. Und diese werde ich jetzt eine random MAC-Adresse reinmachen. Ich klicke hier zweimal mal eine andere rein und ich ändere die nun. Und die wurde jetzt nun geändert. Ja? Jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn ich das wieder neu mache. Genau dasselbe mit dem gleichen Ding. Run only once. Personal non-commercial use. Run. Was jetzt passiert? Alles in Ordnung. Keine Trial Version mehr.
Ich darf das Programm benutzen. Alles in Ordnung. Free Lizenz. Non-Commercial Use Only. So sieht das aus. Wenn ich also mit meiner eigenen MAC-Adresse von meinem Computer dieses Programm benutzen will, was für alle frei ist, dann wird mir das von dem Surfer, von den Stasi-Administratoren, die dort arbeiten, ja, ich will das ja nicht, dass die Seite so ist, die dort arbeiten, wird mir das zerstört. Dass ich also auch keinen Leuten, ich meine, normalerweise könnte ich ja sehr viel Geld verdienen, man wird ja alles verhindern, damit ich hier echt verhungere, ja, die Dreckschweine. So, und dass ich dann auch keine Computer reparieren kann, nicht und ja, mich mit anderen Leuten dort damit verbinden kann. Und das brauche ich, um andere Leute's Computer zu reparieren, ja. So, das wird verhindert, indem sie meine MAC-Adresse gespeichert haben. Und sobald ich mich mit der freien Version von TeamViewer verbinde, tut der Surfer mir die freie Version zu einer kommerziellen Version umwandeln, beziehungsweise sie so behandeln und mir sagen, die Testversion ist abgelaufen. Ja, und das Programm funktioniert dann nicht. Ja, ich möchte jetzt nicht mit jemandem verbinden, um das zu beweisen. Ihr könnt, ja, ihr habt es ja auch so weit gesehen. Und ich habe auch Zeugen dafür. Aber ist egal. Das machen sie dann. Und dann kann ich das Programm einfach nicht mehr benutzen. Ich kann keinen anderen Computer mehr reparieren. Das ist der Punkt. Ändere ich meine MAC-Adresse, wissen sie nicht mehr, dass es mein Computer ist. Also zumindest mal die Konfiguration bei denen ist eben dann, schlägt dann nicht mehr an. Da sie aufgrund meiner MAC-Adresse anschlägt. Und schon kann ich das Ding als freie Version benutzen. Das sind die Terroristen von TeamViewer. Ich sage euch, es ist nicht PayPal, es ist nicht Google, es ist nicht Facebook. Es sind alle. Es ist alles, was ich tue. Sie tun mich seit über 20 Jahren. Alles, was ich tue, jeden Tag, vollkommen, ja, kontrollieren ist das falsche Wort. Ja, kontrollieren, was ich tue. Ja, mich selber sieht anders aus. Ja, aber sie kontrollieren, was ich tue. Und das beeinflussen sie negativ von morgens bis abends und zerstören alles. Zerstören alles. Ob ich nun Geld brauche, um den Wohnwagen zu bezahlen, das bekomme ich und so weiter. Sie zerstören alles. Und auch solche Sachen, ja. Und deswegen, es sind alle Firmen unterwandert von Geheimdiensten, alle größeren Firmen auf jeden Fall, alle unterwandert von Geheimdiensten, die vom Militär gesteuert werden und die von den Freimaurern Illuminaten, denen gehört das nun mal alles, ja. Und die beauftragen seit über 20 Jahren die Leute, alle, die ganze Welt gegen mich und meinen, die könnten sich darauf einen runterholen, auf ihre Feigheit, ja, weil sie anderswo anscheinend nicht mehr klarkommen. Ja, das ist der Punkt. Geistesgestörte Freimaurer, ja, denen die Welt kontrollieren, die machen das. Und die armseligen kleinen Unteraffen, die Pisser, die Feigen, die sind dann eingeschleust bei Facebook, bei Google, bei TeamViewer, wo auch immer. Und die kriegen vom Geheimdienst die Order, so, mach dem das kaputt. Wir haben den jetzt belauscht, der braucht dieses Programm, macht es ihm kaputt. Ja, aber Mittelfinger, dicker, fetter Mittelfinger, TeamViewer.